Das könnte eben Carsten machen. Was? Warum sollte Carsten Baustellenbesichtigungen machen? Also so, die Baustellen, die es in Ruhrau gibt, die sind nicht unbedingt sehr zahlreich, aber die finde ich eigentlich okay. Kreuzing Bahnhof. Ja, ich habe die Beta auch besichtigt, das ist richtig, aber die Baustellen nicht. Habe mich nicht unbedingt mit den Baustellen auf Alem Laurenzbach Update befasst. Ich habe nur die Feststellung getroffen, dass ich in Ormsi ungern durch Baustellen fahre, weil die mir meistens zu eng sind. Und diese Poller einfach viel zu unnachgiebig. Anders als sie es in echt wären. Richtig, die sind ja nur aus Plastik, die kippen schnell um. So, ich bin jetzt in Kreuzing. Ich mache jetzt mal meine Pause hier. Das ist, glaube ich, besser, weil hier ein Haltebuch ist. Ich bin erst am Untertorweg. Soll ich mal kurz auf dich warten hier? Könnte ich auch machen. Musst du nicht. Du kannst dein Video auch schon beenden. Also Nein. nach der Linie würde ich zumindest den Stream beenden. Nein, wir fahren ja noch bis Griesbach, ne? Ach, wir fahren ja. Stimmt ja, wir fahren ja nach Griesbach. Die ist ja verlängert worden, die Linie. Stimmt ja. Deswegen habe ich gefragt, ob ich kurz warten soll für den letzten Abschnitt. Du kannst auch meinetwegen schon zu Ende fahren. Na gut, dann warte ich nur die Verfrühung ab. Jawohl. Von einer Ja, die Minute. Beta ist quasi eine Baustelle. Das ist richtig. Jetzt habe ich verstanden, was er meint. Deswegen Baustellenbesichtigung vielleicht. Jetzt habe ich es auch kapiert. War auch schwierig. Tatsache. Herr Carsten hat ja auch Beta-Videos von Alem Laurenzbach Update gemacht. Ah, da hat er gemacht, ja. Der Carsten hat auch 3 Stück gemacht? Weiß es gar nicht. Weiß ich nicht. Hat er auch drei Mal Linien gemacht? nachgucken. Also ich bin relativ sicher, dass ich 3 Linien gemacht habe. Das weiß ich. Oder waren es sogar 4? Ich weiß es gar nicht. Irgendwie 3 oder 4. Kann ja nachgucken. Das ist auch wieder richtig. Ich bin so froh, dass ich in F1 die Kupplung als Bremspedal nutze. Glaube ich. Mit dem Bremspedal, das ist sehr abenteuerlich. Ich glaube, wenn du es mit Schuhen fahren würdest, dann würde es wahrscheinlich noch gehen. Ich fahre ja immer mit Hausschuhen halt. Nee, ich habe ja. Deine Zweifel doch eher Socken an. Nee, das kann ich nicht. Naja, bei dem Driving Force war es eigentlich gut möglich. Ja, weiß ich, aber habe ich nicht so das Gefühl, was ich gerne hätte. Manchmal habe ich das Gefühl, Ampeln wollen mich mobben. Mobbing-Ampeln halt. Ja, weißt du, du stehst an einer roten Ampel, denkst du auch, schön, jetzt kannst du dir gerade mal schnell was zu trinken eingießen. Nein. Der Sekunde wird grün. Natürlich. Genau in dem Moment, wo du dann die Flasche vom Boden hochgehoben hast. Ja klar, wann sonst? Weiß ich auch nicht. Eine Fahrkarte, die den ganzen Tag gilt. Ist das Tageskarte. warm?
ganz so schön. Bei mir geht es inzwischen. Wäre schön, wenn es hier auch so wäre. Eigentlich kann ich das ja gut ab. Mhm. Aber das ist keine trockene Hitze hier in der Wohnung. Trockene Hitze könnte ich gut ab. Also feuchte Luft, wo du da noch kaum Luft kriegst. Eklig. Das stimmt. Das ist nicht. Da habe ich noch Glück. Also bei mir ist zwar auch warm, aber trocken. Wodurch kommt denn die Feuchtigkeit bei dir? Keine Ahnung. Sie nach, bitte. Wäre super nett. Haben Sie so, ich möchte das nicht. Nachladen. Wenn Omsi jetzt nicht nachladen möchte, möchte ich aber nicht mehr Omsi spielen. Verständlich. Ist es mir nämlich jetzt zu warm. Wie weit bist du gekommen? Kurz vor Rachenberger Straße. Naja. Das ist ja fast die ganze Tour. Ja. Fehlt also eine Viertelstunde. Gebe mal einen Blick in die Lok. Geht ja noch die Möglichkeit, dass ich da noch was tue. Die Festplatten haben auch nicht gesagt, nee, ich bleib einfach mal stehen. Dann kommt da gleich vielleicht noch was. Ach, der Captain über vorgestern. Guten Abend. Oh. Hallo. Alles gut. Bleib stehen, Bus. Naja. Also ich warte jetzt noch so 2 Minütchen. Wenn Omsi sich dann wieder gefangen hat, dann ist es gut. Wenn nicht, dann nicht. Ja. Dann lasse ich das einfach so stehen. Ackermannstraße, Parkplatz West. Cool. Oh ja, Captain Überfall ist schon so weit, ne? Ist nur warm. Genau. Error too hot for Omsi. Timer. Das kommt hin mit der Fehlermeldung, die ich vorhin hatte. Vielleicht auch zu warm. Ich versuche es noch einmal neu zu starten. Guck ich noch einmal kurz zu gucken, ob da jetzt irgendwas Sinnvolles drin steht. Ja. Er wollte irgendwas nachladen und hat dann gesagt, ja, nö. Mach ich doch nicht. Ja. Aber gut, dann starten sie halt. Naja, ja, nee, bei uns ist kalt. Wir haben es hier ganz schön kühl. Sitzen hier mit ja. Pelzmäntel. Sicher. Die CPU läuft noch nicht bei 60 Grad. Nein. Bin ich froh, dass ich alles, was zu rendern war, schon weggerendert habe.
Immerhin etwas. Genau, ja. Der ist gar nicht dabei. Nee. Der ist nicht da. Der Ja-Ja ist heute nicht da. Keine Zeit. Nee. Ja, Freitagabend, da kann man ja auch schon mal andere Sachen vorhaben. Klar. Ist auch durchaus nachvollziehbar. Aber ich habe mir so überlegt, naja, da ja morgen Formel 1 ist, und, also Formel 1 Aufnahme, und am Sonntag wieder Star Trek Online ist, mache ich einfach mal so ein Livestream-Wochenende irgendwie. Da habe ich mir gedacht, da wechsle ich schon mal freitags damit an. Stimmt, du hättest ja morgen den Trainings-Livestream und... Genau. Am Sonntag ist Star Trek Online. Das ist ja auch ein Livestream. Das ist richtig. Hallo. Wenn ich das vernünftig eingerichtet bekomme, gibt es demnächst sogar noch ein Livestream-Projekt. Und dann muss ich erst gucken, ob ich das hinkriege. Ja. Könnte es nämlich sein, dass wir The Long Dark, den Story-Modus, auch als Livestream-Projekt dann machen. Na, warum nicht? Ja, eben. Habe ich mir auch gedacht. Mensch, jetzt ist der Fokus schon weg, ne? Ja. Der Fokus hat mir 10 Euro gespendet, dann so fühle er sich einmal herzlich bedankt. Ja. Ich gar nicht mitbekommen, er hätte ja auch mal was sagen können. Ja, aber ist ja auch irgendwie doof. Was soll er sagen? Hey, ich hab dir Geld gespendet, guck da mal, bedank dich mal. Nein, aber er hätte auch einfach sagen können, ey James, guck doch vielleicht mal auf dein Handy. Ja, okay. Dann hätte ich vielleicht mal auf mein Handy geguckt. Ja, okay. Nein. So. Ich weiß nicht, ob ich drauf neidisch wäre, bei minus 23 Grad irgendwo zu sein. Oh, da war gerade grün. Da ich müssen wir wohl fahren. Moment neidisch drauf. Das wäre aktuell ein Temperaturunterschied von fast 60 Grad. Ist mir egal. Kalt. Würde mich da auch nicht lange aufhalten wollen. Vielleicht so eine Minute. Ja. Und dann wieder rauskommen und froh sein, dass es schön warm ist. Ja, okay. Einfach so das Hirn verarschen. So nach dem Motto, ey, guck mal, es könnte viel kälter sein. Aber ich kenne mich, ich werde auch im Winter wieder rumjagen. Dass es zu kalt ist. Winter jammer ich wirklich, weil ich ertrage lieber die Hitze. Ich sollte schon mal die Bremse treten. Sie hat sich nämlich gerade dazu entschlossen, fertig zu sein mit Laden. Hast du das erkannt? Ja, ich erkenne das bei meinem Omsi-Kurioserweise. Da du noch während der Fahrt bist, bremst du dann lieber schon mal. Während er lädt, bremse ich lieber schon mal vor. Ja, das ist so schön gezündet. Aus grün. Herbst- und Winterkind, naja. Hallo. Ich bin im Winter geboren, das ist schon furchtbar genug. Ja, ich könnte mit den aktuellen Temperaturen eigentlich sehr gut leben, wenn so ab und zu mal ein bisschen Wind käme oder mal hier und da ein Regenschauer. Ja, ein bisschen Wind, Regen, Gewitter. Da wäre ich jetzt auch schwer dafür. Guck mal, wir sind an der Rachenberger Straße angekommen. Ist es nicht toll? Hey! Also der Kippen, ja, der Kippen über vorgestern diesen Herbst und Winter ging. Ist immer schön, wenn man damit klarkommt. Ich kann es nicht. Mir ist es im Winter einfach zu kalt.